So, dann will ich mal zum Grab der Hexe gehen. Willkommen im Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Setzen Sie, wo Sie wollen. Scheißegal. So, hier über die Brücke. So, soll er mich mal dahin leiten? Das finde ich eine coole Idee. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Jo. Man merkt aber schon eine gewisse Anti-Kobold-Affinität. Auch unserem jungen Zauberer. Bin mal gespannt. Ich hoffe, er lockt uns nicht zu einer zu einer Falle. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, der Lodgok ist ganz in Ordnung. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, hier können wir bestimmt noch irgendwas wegbrennen. Ja. Können wir nicht schneller... Wollte doch schon sagen. Können wir nicht schneller laufen? Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie im Schritttempo mit dem rumzueiern. Aber es müsste ja in der Nähe sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt durch halb Hogwarts hier laufen. Ah. Und hier ist es, das Hexengrab. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Revelio. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Was macht diesen Helm denn so besonders? Oertkots Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Solange du mich nicht verarschst, verarsche ich dich auch nicht. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Fuck. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Da bin ich mal gespannt. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte passen. Na, immerhin machst du dir Sorgen um uns. Mit Licht.
Mit Licht? Warte mal. Nein, das war eigentlich schon richtig. Verschlossen. Motten. Seltsam. So, lass mich mal ganz kurz. Lumos. Komm mit, Motte. Noch ein bisschen Kohle mit. Bei Merlins Bad. Jetzt mit lagere Schuluniform. Lumos. Kann ich nicht hier... Revelio. Wollte schon sagen. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Lumos. So, nehme ich das mal mit. Die Frage ist jetzt nur, wo ist dieser blöde dritte... Lumos! Gefolter! Lumos! So, nehmen wir das mal mit. Warte mal, das unten das und oben das ist doch genau gleich. Unten würde ich sagen Kampf. Oben muss ich noch umändern. Das ist halt eher so ein Allrounder-Ding halt. Ja, schwierig. Ich glaube, hier ist noch jemand. War mir schon klar. Kommt rein. Ach hier. Weißt du nicht, warum der jetzt irgendwas geschrien hat? Das habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe mich jetzt leider erstmal auf den Kampf konzentriert. Ich weiß aber auch nicht, die Impulse hier gebraucht habe. Da liegt noch was. Habe ich das vergeigt? Tatsächlich. Wollen ja nichts liegen lassen hier, ne? Ist zwar nicht viel, aber Money ist Money. Kohle, 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 Kohle. Fingerlose Magoni-farbene Handschuhe.
So, wollen wir doch mal gucken. Karte ist jetzt nicht verfügbar, ist aber nicht so schlimm. Oh, 5 besser. Ich habe noch eine Schuluniform. Das sind aber alle schlechte, okay. So, nehme ich mal mit. Rivelia. Ist hier oben noch was? Nein. Lumos. So, können wir noch mehr mitnehmen? Theoretisch ja. Praktisch. Nö. So, was haben wir hier? Antreiben. Das verstehe ich jetzt selbst nicht. Also, nee, warte mal. Da hoch muss ich. Ach hier. Hier drauf ist eine Motte abgebildet. Genau wie auf der Tür. Lumos. So, dann komm mal mit. Sollte schicken. Lumos. Interessant. So, komm mit. Das mit den Motten finde ich gar nicht mal schlecht. So, wo sind wir denn jetzt hier? Rebellion. Habe ich hier alles? Ich habe das Gefühl, dahin. Nee, dahin muss ich und hierhin will ich. Ach hier! Ich weiß nicht, ob ich da wirklich runter will. Ins Zentrum! Konfringo! Ach hier! Konfringo! Ins Zentrum! Burn, burn, burn! Ich hab keine Ahnung, was ich hier mache. Ach hier! Keine Ahnung, wirklich nicht! Also, irgendwas muss ich machen. Verstehe nicht was. Okay. Ach hier. Lol. Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Ist doch alles gut. Junge. Hat er so schon geschickt. Rebellion. Ansonsten. Ach hier.
Incendium! Warte mal, kann ich die Brücke komplett fertig machen? Das wäre ganz cool. Revelio! Akio! Warum sind hier zwei? Incendium! Getrüllt! Revelio! Verstehe ich jetzt so nicht ganz. Ach hier. Aber von mir aus. Ich bin ja hier rangekommen. Das ist gut. Alles andere ist wurscht. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Die Pulse! Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Ja, aber ich will ja nochmal vorher alles hier... alles hier mitnehmen. Opo, rotes Mystikergewand. Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Ach hier. Sammlung leerer quadratischer Rahmen. Das ist super. Revelio. Das ist natürlich das, was ich brauche. Nicht. Contrinto! Yay, zwei Goldstücke, die machen mich voll reich. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist mir schon klar. Nicht identifizierter Gegenstand. Gibt es sonst noch irgendwas? Nee, ne? Gut, dann gehe ich hier runter. Kalt, ne? Lumos. Revelio. Jetzt da lang will ich. Also hier lang will ich und auf die andere Seite lang muss ich. Obwohl das, glaube ich, relativ egal ist. Ach hier. Na. Das war jetzt theoretisch nur ein Weg zum Zurückkommen. Revelio. Das sieht doch stark nach... Contrinto! Lebt hier noch jemand? Ach hier. Incendium. Protect. Contrinto. Ach hier. Incendium. Contrinto. So. Kram hier mit, diese Halunken. Lumos. Lumos. So, nehme ich mal mit. Ah, verstehe.
Türsteher. Ach hier. So, das ist Kampf. Okay, dann will ich hier nämlich mal den Lumos reinsetzen. Lumos. Dann muss ich nicht ständig hin und her wechseln. Das wirkt ja noch komplizierter. Aber es lief alles gut. Ja. Ach hier. Lumos. Ich hab da ne. Ich hab da, glaube ich, eine leichte Idee. Kann ich auch hier bestimmt absetzen. Ach hier. Dann habe ich nämlich beide hier unten. Leviose. Ach hier. Schon. So. Was zum... Warum springst du? So. Ach hier. Lumos. Warte mal, wenn ich jetzt hier runter gehe, kann ich doch bestimmt hier irgendeine Tür öffnen, oder? Nee, das ist nur eine Schatzkammer. Okay. Gut, trotz alledem. Habe ich eher das Gefühl, dass ich das hier mache. Lumos! Ja. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier mache. Und zwar habe ich doch hier wieder eine abgelegt. Genau. Was zum Geier? Lumos. Verstehe, verstehe. Kann ich hier absetzen? Dann kann ich mich da hoch und dann kann ich sie hoffentlich dran ziehen. Lumos. So. So. Das mit den ganzen Zaubern müssen wir halt doch erstmal checken, ne? Die letzte hohe Stätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. In Zentrum. Contringo! In Zentrum. Kann ich das nicht... Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Eine tote Erschwinderin. Den sollte ich Lodgok zeigen. Silberling. Es gibt einen Mechanismus zum Öffnen der Tür. Schön, dass es mir sagt, während ich es schon längst mache. Aber ja, ich sehe, war schon nett gemeint. Kehre so Lodgok zurück. Blöd gelaufen, Lodgok. Alter Mann. Der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm, nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvor gekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich kümmere mich darum. Gut, es gibt keine Zeit zu verlieren. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen.
Schaffe ich das? Unerträglich, dass diese elenden Diebe jetzt solch ein Relikt haben. Die Frage ist, brauche ich den Helm? Ups. Das sind ja nur Hundis. Was war das? Ich will wirklich wissen, was das jetzt gewesen ist. Immer. Komm her. Ach, hier. Sollten wahrscheinlich... Zugegeben, nicht mein bester Angriff. Incendio! Incendio! Expulso! Du wirst nach Hause. Du wirst etwas schneller. Och, Mann, ist doch nervig. Incendio! Komm, trink! Ach hier! Incendio! Expulso! Incendio! Warum konnte ich jetzt hier ein paar Fackeln anmachen, ohne dass das was bewirkt hat? Vielleicht, ja gut, sah für mich so aus, als hätte ich das schon mal gemacht. So, was ist hier oben? Die sahen auch schon mal besser aus. Ja. Incendio! War ich nicht hier schon mal? Warte mal, ich mach beim Kampffertigkeit vielleicht das mal an. Und weiter. Kann ich das auch nochmal berühren, um zu gucken, wo er mich hinleiten will? Ich meine, hier unten war ich doch schon mal gewesen. Ah, oder war ich... Ach hier. Incendio! Protego! Incendio! Konflikt! Ach hier! So, ich meine, hier wäre doch... Hier war ich schon mal gewesen, oder? Selbst nicht so ganz sicher. Wenn Professor Fink das nur gesehen hätte. Und das hat mir jetzt was gebracht? Ach hier. Ich glaube nicht, dass der Professor da erfreut wäre, wenn du mit Skeletten hier dir eine Treppe baust. Keine Ahnung. Gut. Dann gehe ich aber mal hier weiter. Bei den Drachenkämpfen zu wetten war meine bisher beste Entscheidung.
Hier. Inzent. Konfrinto. Lazio. Diese Halunke. Keine Ahnung, was sie hier vorhatten. Wahrscheinlich wieder wildern. So, ich würde aber sagen, ich speichere mal ab. Ich muss mir irgendwas essen holen, ich habe so Hunger. Beim letzten Mal habe ich den Spielstand auch nicht gebraucht, weil die PlayStation die ganze Zeit im Ruhemodus war und hat es einfach gespeichert. Was ich gar nicht schlecht finde, finde ich cool. So. Macht's gut, Leute. Haut rein. Tschüss.